Hallihallo Kinofreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Kinovorschau. Heute möchte ich euch die Filme zeigen, die ab dem 18. Januar starten. Das sind wieder 10 Stück und ich muss gestehen, für mich persönlich war da gar nicht so viel dabei, aber vielleicht habt ihr ein bisschen mehr Glück als ich. Wir starten wieder mit meiner schönen Top 3 und danach gucken wir einfach mal, was sonst noch Schönes diese Woche startet. Und ich beginne mit Platz 3 und da haben wir einen sehr, sehr kreativen, aber auch einen sehr, sehr strangen Film, der sich Poor Things nennt. In Poor Things geht es unter anderem um den Wissenschaftler Goodwin Baxter, der einer schwangeren Selbstmörderin das Gehirn ihres ungeborenen Babys verpflanzt. Ja, da fangen wir schon mal an mit Strange. Dieses Wesen, nenne ich es mal, wir spielen schon ein bisschen Frankenstein hier, ist dann Bella Baxter und ja, hat natürlich das Aussehen einer Erwachsenen, aber den intellektuellen Wissensstand eines Kleinkindes. Und nun kommt der Student Max dazu, der ihr ein bisschen unter die Arme greifen soll. Ne? Sie ist natürlich naiv, hat keine Ahnung von irgendetwas und die Leute drumherum glauben auch alle, ey, die ist nicht ganz richtig im Kopf. Aber wir wissen ja jetzt, warum das so ist. Und sie fängt jetzt so langsam an, die Welt ein bisschen zu erkunden und dabei soll Max helfen und dann haben wir auch noch den Duncan dabei, gespielt von Mark Ruffalo. Also wir haben einen stargespickten Film, der aber schon ziemlich strange ist. Erinnert teilweise von den Bildern her mich persönlich an Sucker Punch, der war ja auch so ähnlich aufgebaut, dass man sagt, ey, der sieht echt cool aus, der sieht fancy aus, aber die Story ist schon ein bisschen schräg und das ist hier sehr ähnlich. Also sie gewinnt auch noch irgendwann ein bisschen mehr Bewusstsein und möchte dann auch hier, wie stand sie drin, hat eine Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit, entwickelt sie. Und sie sagt halt, was sie denkt. Ne? Ist wie ein Kind, die sagt sich hier, ich spuck das Essen halt wieder aus, wenn es nicht schmeckt, dann da hast es wieder. Und alle drumherum denken sie so, ey, was ist mit dem Mädel los? Aber Gehirn ist halt noch nicht so weit wie der Körper. So. Ich finde es, ich weiß nicht, so eine Mischung aus interessant, aber andererseits wieder holy moly, ist das strange. Aber die Bilder sehen cool aus. Also wirklich, was sie so generiert haben, sehr, sehr bunt, sehr, sehr farbenfroh. Und sie stapft da durch die Welt, entdeckt alles Mögliche und keine Ahnung, wie das alles endet. Aber guckt euch einfach mal einen Trailer dazu an. Und wenn er euch interessiert, geht den Poor Things und habt Spaß. Wie gesagt, er sieht nicht schlecht aus. Du hast auch sehr, sehr viele Stars drin. Aber für mich persönlich ist er einfach zu crazy. Sagen wir es einfach, wie es ist. Auf Platz 2 habe ich wieder einen etwas geerdeterer Film, nämlich Leere Netze. Bei Leere Netze geht es um Amir, der seine Freundin Nages, ich weiß nicht, wie man es richtig aussprechen möchte, aber sie möchte seine Freundin heiraten. Was allerdings sehr, sehr viel Geld kostet, weil er muss dann einen, wie heißt es, Brautpreis oder sowas bezahlen. Stand das hier irgendwo drin? Ja, irgendwo hatte ich auch mal das Ding geöffnet, aber meine Infokarte will noch nicht so, wie ich will. Oh, Windows ist heute wieder langsam drauf. So, Brautpreis war es, glaube ich, oder? Bla, 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 bla. Ein Brautpreis. Siehst du, hätte ich es doch direkt so gelassen, wäre es gut gewesen. Die Sache ist, die Kohle hat er nicht. Und deswegen nimmt er einen Job auf als Fischer, wo er auch nicht so viel verdient. Aber er bekommt dann so ein bisschen Spitz, okay, da gehen noch irgendwelche illegalen Geschäfte ab mit Kaviar. Und er lässt sich dazu verleiten, natürlich auch mal reinzuschnuppern erst. Und dann wird er natürlich immer mehr in diesen Strudel mit reingezogen. Und man merkt das dann in den Trailer schon so ein bisschen an seinem Verhalten, dass er halt dann auch gegenüber seiner Freundin irgendwie ein bisschen, nicht aggressiv, aber man merkt, dass er halt unentspannter ist und halt immer mehr in diese kriminellen Sachen reingerät und einfach sich verändert. Und das fand ich eigentlich relativ interessant. Der Trailer sah interessant genug aus, deswegen bei mir auf Platz 2. Auf Platz 1 ist ein Film, wahrscheinlich den einzigen Film heute, den ich mir auch angucken werde, und zwar Wo die Lüge hinfällt. Eine romantische Komödie. Wie könnte es anders sein? Das ist wieder so ein Film, wo du den Trailer guckst und dann weißt eigentlich, wie es ausgeht. Aber das ist wurscht. Und zwar geht es hier um Bex und Ben. Beide sind auf dieselbe Hochzeit eingeladen. Ich glaube, die hatten vorher auch schon mal irgendwie sich kennengelernt und haben dann auch gemerkt so, ey, nee, das mit uns beiden, das wird nichts. Die können sich absolut nicht leiden. Jetzt sind sie auf dieser Hochzeit. Und jetzt kommen die Eltern von Bex an und sagen so, ey, guck mal, hier ist dein Ex-Freund. Möchtest du nicht wieder mit ihm zusammenkommen? Und sie hat da absolut keinen Bock drauf.
Er möchte irgendwie mit einer anderen zusammenkommen, Margaret, und die entschließen sich einfach dazu, hey, warum spielen wir nicht einfach, dass wir ein Pärchen werden? Ne? Dann werde ich den Ex-Freund los und du könntest für Margaret interessanter sein, weil es ist immer so, das, was man nicht bekommen kann, das ist interessanter als das, was man bekommen könnte. Allerdings scheint das eine ganz, ganz dumme Idee zu sein. Wie gesagt, die beiden können sich nicht wirklich leiden. Und dann gibt es halt dann, wie in den Trailer, so Szenen drin, wo sie dann das verliebte Pärchen spielen und sobald keiner mehr hinguckt, weggestoßen, weg. Und dann kloppen sie sich so ein bisschen. Und das ist gerade auch, glaube ich, der Part, der diesen Film ausmacht, diese kleine Sticheleien untereinander. Ne? Dass sie also vorrangig erstmal so tun und im Hinterrücks immer so in Bogen raus und ich will auch eigentlich gar nichts mit dir zu tun haben. Wie das Ganze endet, Leute, wir haben genug von solchen Filmen gesehen, um zu wissen, wie das endet. Aber hier ist der Weg das Ziel und ich möchte natürlich dann sehen, ja, diese kleinen Sticheleien, ne, wie sie sich gegenseitig irgendwie auf den Keks gehen, aber dann am Ende dann trotzdem merken, so, ey, vielleicht sind wir doch nicht so verschieden, vielleicht können wir uns doch leiden und lieben. Und deswegen ist bei mir, wo die Lüge hinfällt, auf meinem Platz 1, weil das der Film ist, den ich ganz gerne gucken wollen würde. Gespielt werden die beiden von Sydney Sweeney und Glenn Powell, also auch nicht verkehrt. Und deswegen, ach, ich habe da einfach Bock drauf. Diese Chemie stimmt eigentlich auch bei den beiden. Also ich habe den Trailer mir, ich glaube, Trailer 1 und Trailer 2 angeguckt. Und die Chemie stimmt. Das macht Spaß, ihnen einfach zuzugucken, wie sie sich halt gegenseitig auf den Keks gehen und das möchte ich dann noch ein bisschen länger. Da geht ja auch nur 104 Minuten, also eine relativ normale Länge für so eine Komödie. Und dann hat man einfach Spaß dran und gut ist. Das sind die Top 3. Ging relativ schnell. Gut, was soll ich mit diesem strangen Film auch großartig erzählen? Guckt euch den Trailer an. Ja, dann werdet ihr merken, entweder, ja, das ist Kunst, das gefällt mir, das finde ich cool, oder du sagst so, ach du heiliger Bimbam, was geht denn da ab? So, und Leere Netze ist halt natürlich auch ein interessanter Film, aber kannst ja nicht so viel erzählen. Genauso wie zu dieser schon Komödie, wo wir auch schon 300 verschiedene Ableger zu gesehen haben. Also die Top 3 ist halt gespickt mit Filmen, die einfach nicht so viel an Inhalt hergeben, über den ich jetzt erzählen könnte. Und ich habe das Gefühl, es wird auch nicht besser. Wir machen nämlich weiter mit einer Doku. Ich fange jetzt an, das einfach alphabetisch durchzugehen. Und zwar haben wir hier Becoming Julia. Da geht es um Julia, oh, wie hieß sie mit Nachnamen? Tonelli, genau, hier steht es immer. Eine prima Ballerina, die dann schwanger geworden ist, dann natürlich dann einige Monate Urlaub genommen hat und jetzt wieder zurück ist auf der Bühne. Und anscheinend ist es in der Theatergesellschaft bzw. bei der Ballettgesellschaft ungewöhnlich, dass man da so eine lange Pause macht bzw. dann Kinder bekommt. Jetzt hat sie natürlich den großen, großen Vorteil, hätte ich fast gesagt. Nee, sie hat eher ein Problem. Und zwar, jetzt muss sie halt gucken, wie sie Karriere und Kind beide unter einen Hut bringt. Weil Kind braucht viel Zeit. Ihre Karriere als prima Ballerina, das machst du auch nicht einfach so. Zudem muss sie halt jetzt wieder reinkommen. Sie war jetzt monatelang draußen gewesen. Da verlernt man natürlich auch ein bisschen was. Der Körper verlernt auch einige Sachen. Aber da muss sie jetzt quasi wieder reinkommen. Also eine interessante Doku über eine Frau, die nach der Geburt quasi wieder zurück in ihren Job, in ihren anstrengenden Job geht. Aber ich persönlich, Dokus sind ja immer so, dass sie Special Interests sind und bei mir dann eher nicht ganz so. Ich interessiere mich leider nicht für Ballerinas. Dann haben wir. Warum öffnet der immer alles dreifach und fünffach hier? Ich will das jetzt mal so. Wir haben noch Knochen und Namen. Knochen und Namen ist eine Komödie, Drama, Romanze. Den komödiantischen Teil habe ich im Trailer nicht gesehen. Und zwar geht es um den Schauspieler Boris und den Schriftsteller Jonathan, die ein Paar sind. Und Jonathan fragt ihn halt immer so: Ja, wen spielst du denn da? Und musst du da irgendjemanden küssen? Und wer ist das? Also die lieben sich, aber haben natürlich auch Probleme? Nee, Probleme ist auch wieder falsch. Verdammt, wie tut man das am besten irgendwie beschreiben? Also sie merken halt schon so, sie stellen ihre Beziehung so ein bisschen in Frage. Dadurch, dass sie dann halt auch ihre verschiedene Lebensweisheiten haben oder Lebensarten haben.
Dazu haben wir noch die Schwester von Jonathan, nämlich Natascha, die dann auch versucht, ihr privates Leben irgendwie in Einklang zu bringen mit ihrer kleinen Tochter und die auch irgendwie versucht, irgendwie damit klarzukommen, dass sie jetzt halt kein kleines Kind mehr ist, sondern jetzt so langsam erwachsen wird. Also drei verschiedene Sachen so mit drin. Der Trailer war leider relativ nichtssagend, ähnlich wie der Text. Dementsprechend habe ich gar nicht so viel, was ich über diesen Film erzählen könnte. Leider. Genauso wenig wie über den nächsten Film. Das ist nämlich ein türkischer Film, eine türkische Komödie. Kolpacino 4, 4, Lück, keine Ahnung, was 4 auf Türkisch heißt, ist mir auch egal. Ich habe da auch nur die Hälfte verstanden. Mag vielleicht daran liegen, dass es Teil 4 ist einer Reihe. Und zwar geht es um Özge, der alte Feindschaften wieder beiseite legen möchte und die alle so ein bisschen einlädt in ein Casino. Und da kommt dann irgendein anderer und knallt die alle ab, passend zu einer Komödie. Also der Trailer sah für eine Komödie schon ziemlich, ziemlich rau aus. Aber anscheinend kommt dann jemand in dieses Casino rein und ballert alle ab, außer den Hauptdarstellern hier, Özge, Taifun und wie sie alle heißen. Und was die dann untereinander treiben, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, man sollte sowieso erstmal die ersten drei Teile gesehen haben, um überhaupt so halbwegs zu wissen, wer ist das und wie stehen die zueinander und was machen die da eigentlich. Also wieder ein Film, wo ich eher ein bisschen raus bin. Dann haben wir für euch noch Las Vegas. Las Vegas ist wieder eine deutsche Romanze-Drama und da geht es um Tristan, der sich für Mode interessiert. Der ist so ein Mode, wie heißen die Typen, die Sachen kreieren, ist egal. Der macht jedenfalls Mode, lebt so in seinen Tag hinein und trifft dort auf Sunny. Sunny ist auch so ein Typi, der sich nicht so dafür interessiert, was andere über ihn denken. Er ist auch Travestiekünstler und die verlieben sich dann ineinander und denken sich, ey, wir fahren nach Las Vegas, weil wir da heiraten dürfen. Jetzt steht hier ein Text, dass sie allerdings nur bis nach Brandenburg fahren, wo ich mir denke, so, okay, Brandenburg, Las Vegas, wo ist der Unterschied? Gibt es wahrscheinlich gar nicht so einen großen. Aber da ist für mich wieder das Problem, dass einfach die Information fehlt, um was es jetzt eigentlich in diesem Film geht. Wahrscheinlich geht es jetzt 88 Minuten lang um Tristan und Sunny, die sich kennenlernen, die sich lieben lernen und dann versuchen irgendwie zueinander zu finden oder auch nicht. Und hier steht ja auch als letzter Satz in den Text, doch irgendwann müssen sie sich doch entscheiden. Ja, aber für was? Ob sie jetzt nach Brandenburg oder nach Las Vegas fahren oder ich weiß es nicht. Also auch wieder so ein Film. Ist bestimmt interessant, aber ich habe keine Ahnung, was da eigentlich abgeht in diesem Film. Wir haben als nächstes eine Dokumentation, und zwar Olfas Töchter. Darum geht es um Olfa, den Nachnamen Hamrouni, eine Tunesierin, die 2016 sehr, sehr bekannt geworden ist dafür, dass ich meine Maus runterschmeiße. Nee. Die gute Dame ist bekannt geworden dafür, dass sie die tunesische Regierung sehr hart kritisiert hat, weil sehr, sehr viele Jugendliche sich den Islamischen Staat angeschlossen haben. So auch ihre zwei ältesten Töchter. Sie hat vier Töchter, zwei Töchter, gerade die ältesten sind dann übergetreten zum Islamischen Staat und die anderen zwei sind jetzt noch bei ihr. Und jetzt machen sie eine Dokumentation über Olfas Töchter. Und diese zwei Töchter und auch Olfa selbst werden teilweise von Schauspielerinnen dann gespielt, wenn dann halt gesagt wird, okay, das ist jetzt emotional zu viel für Olfa, deswegen tun wir jetzt einfach jemand anders dann mit reinspringen lassen, um sie zu dubeln. Aber dann stehen auch Gespräche quasi untereinander, ne? Also zwischen der Schauspielerin und Olfa selbst, die dann auch so Sachen vielleicht hinterfragt. Warum ist das denn passiert? Wie konnte das denn so passieren? Also es geht vorrangig wahrscheinlich auch darum, wie es dazu kommen kann, dass man vielleicht sich überlegt, alles klar, ich schließe mich jetzt den Islamischen Staat an. Ne? Wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass die zwei älteren Töchter quasi einfach die Familie verlassen hat, um
sich den IS anzuschließen. Also es ist so ein Mischmasch zwischen, okay, wir machen eine Dokumentation, was ist denn passiert, aber auch Dialog zwischen verschiedenen Schauspielern und den realen Personen, wie denn die Sachlage ist oder wie Sachen passieren konnten, wie denn der Stand der Dinge entstehen konnte. Wahrscheinlich gar nicht mal so uninteressant. Ich muss aber gestehen, der Film wird bei uns im Kino nicht laufen, gehe ich stark davon aus. Und bis der irgendwann zu streamen ist, werde ich ihn wahrscheinlich auch wieder vergessen haben. Aber an sich für Menschen, die sich dafür interessieren, ist das bestimmt ein sehr, sehr interessantes Ding. Dann haben wir noch das deutsche Drama Sprich mit mir. Darin geht es um Michaela, die ist Mutter von Caro, und statt Malle fahren sie jetzt nach Rügen. Keine Ahnung, warum sie nicht nach Malle gefahren sind, aber irgendwas ist wohl vorgefallen, deswegen fahren sie jetzt nach Rügen und treffen dort auf, wie heißt der gute Mann? Jochen. Jochen ist dort mit seiner Tochter Marie. Und die treffen ihn quasi. Und Michaela, also die Mutter, denkt so, oh, vielleicht so ein Urlaubsflirt, vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Während Caro anscheinend mehr will. Also sie hat wahrscheinlich, also sie ist wahrscheinlich auch ohne Vater aufgewachsen und hat einen Vaterkomplex oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall will sie mehr als jetzt Michaela. Und dann gibt es natürlich ein bisschen auch Probleme zwischen Mutter und Tochter, weil die denkt sich auch so, was willst du denn mit dem Knacker? Der ist eher mein Alter. Das kann ja gar nicht funktionieren. Ne? Also. Jetzt die Tochter mit dem anderen Vater, das ist eine schlechte Idee. Deswegen auch der Titel dann Sprich mit mir. Boah. Haben wir wieder das Problem, dass ich einen Ausgangspunkt habe, aber ich keine Ahnung habe, um was es in diesem Film, um was es in 80 Minuten in diesem Film gehen soll. Wahrscheinlich dann wirklich die Besprechung war, die Auseinandersetzung zwischen Vater, nicht Vater, nicht, zwischen Mutter und Tochter, so rum, dass sie sich mal aussprechen, was jetzt eigentlich gewesen ist. Ich weiß ja auch gar nicht, was mit dem Vater ist. Ist der weg? Hat er sie verlassen? Ist er verstorben? Man weiß ja gar nichts hier. Aber irgendwie gibt es da wohl Redebedarf. Und das wird dann wahrscheinlich einen guten Teil des Films mit ausmachen. Und der andere Teil ist dann halt dieses Kennenlernen. Wir fahren nach Rügen. Caro wurde sowieso gerade irgendwie von ihrem Freund verlassen, hat eigentlich auch überhaupt keinen Bock auf diese Tour, fährt dann jetzt halt mit und hängt da in Rügen jetzt irgendwie am Strand ab oder bei irgendwelchen Hotelanlagen. Auch wieder so ein, ach, ich weiß nicht. Wir haben diese Woche so Filme, wo man sagt, jo, keine Ahnung, was es sein soll, keine Ahnung, was da drin passieren soll, aber die laufen halt an. Wo ich zumindest so halbwegs weiß, was passiert, ist The Palace. Und zwar ist das der neueste Film von Roman Polanski. Eine Regielegende, könnte man fast sagen. Ich wusste gar nicht, dass er überhaupt noch Filme macht. Der ist ja auch schon weit über 90 mittlerweile. Aber ich denke mal, das ist auch ein Mann, der einfach von seiner Arbeit nicht lassen kann. Ich denke, der denkt gar nicht an Ruhestand oder sowas. Der macht so lange Filme, bis er halt überhaupt nicht mehr kann. Und dann, ja, wäre es aber auch vielleicht schade. In The Palace geht es jetzt um ein Hotel irgendwo in den Schweizer Alpen, ein Luxushotel. Und wir haben das Jahr 1999, ganz genau haben wir den 31. Dezember 99. Wir haben also kurz vor den bösen 2000 Crash, den die alle befürchtet haben. Die alle haben ja das Jahr 2000 Crash irgendwie befürchtet. Ist irgendwie da nicht dazu gekommen, aber das wissen die ja noch nicht. Und jetzt haben wir hier verschiedene Fraktionen, die in diesem Hotel zusammenkommen und sich wahrscheinlich gegenseitig auf den Keks gehen. So würde ich das sehen. Da gibt es irgendeinen, der schenkt seiner Frau zum Hochzeitstag einen Pinguin. Da hast du dann den anderen Russen, der irgendwie keine Reservierung gemacht hat, aber dann sich denkt, auch scheiß drauf, ich komme trotzdem und hier, wo ist denn jetzt mein Zimmer? Also wirklich verschiedenste komische Charaktere, die zusammentreffen an diesen Silvesternacht. Und was da alles passiert, keine Ahnung, aber ich habe mal eine Kritik zugelesen. Der Film soll leider auch gar nicht so gut sein, da eigentlich sehr viele Fässer aufgemacht werden, also sehr viele Storys angefangen werden, aber irgendwie der Zusammenhang fehlt oder überhaupt so ein bisschen die Auflösung fehlt von den ganzen.
Und dementsprechend war der für mich da noch ein bisschen uninteressanter. Ich hatte so überlegt, ne, packst du den vielleicht noch auf Platz 3 drauf, anstatt den total crazy Poor Thing. Aber dann habe ich dann doch Poor Thing genommen, weil er sieht ja auch nicht verkehrt aus, aber ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie dieser Film dann ablaufen soll. Und bei The Palace, ja, da hast du den Hoteldirektor, der da ein bisschen durch die Gegend läuft und sagt hier, ja, scheiß drauf, das Jahr 2000, das wird genauso sein wie 99, macht euch überhaupt keine Gedanken über den Crash, gibt's nicht, wird nicht sein und alle haben da irgendwie Schiss, dass irgendwas passiert, also die führen einen kleinen Krieg anscheinend untereinander. Aber auch nicht so ein Ding, wo ich sage, so, oh cool, das klingt interessant, cool, gehe ich rein. Der einzige Film dieser Woche, wie gesagt, ist Wo die Lüge hinfällt, wo ich sage, ich weiß zwar, wie das größtenteils ablaufen wird, aber der Weg ist das Ziel. Ich möchte diese Sticheleien sehen und dann habe ich Spaß dran. So, das ist der einzige Film dieser Woche, wo ich sage, da gehe ich definitiv rein. Und welcher von diesen Filmen, wir gucken ja mal so für die Sneak Preview-Gänger unter euch, was davon könnte es in die Sneak schaffen? Da zähle ich auf, Wo die Lüge hinfällt. Wir haben den bereits gespielt in unserem Kino für eine Original-Sneak, aber das heißt ja, dass der schon mal für eine Sneak irgendwie bereitsteht. Das heißt, wenn er bei euch nicht gelaufen ist, dann wäre die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Ich könnte mir vorstellen, Poor Things wird sehr, sehr strange, aber hey, das Publikum nimmt alles. Ich könnte mir vorstellen, The Palace. The Palace kann ich mir auch vorstellen. Oder leere Netze. Leere Netze wäre auch noch so ein Ding. Wo ich sage, hey, warum nicht? Könnte man vielleicht ihnen das nicht zeigen. Und dann könnte man echt gucken, ob der dann auch so gut ist, wie man vielleicht vermutet. Ansonsten, ja, wie schon gesagt, für mich gibt es diese Woche leider gar nicht so viel. Wenn für euch was dabei ist und den Film gesehen habt, dann schreibt doch mal unten in die Kommentare rein, wie er euch gefallen hat. Vielleicht irre ich mich ja auch und die Filme sind viel, viel cooler als das, was jetzt hier Trailer und Texte mir irgendwie suggerieren. Schreibt das einfach mal unten rein und dann weiß auch der Rest, okay, es lohnt sich dafür ins Kino zu gehen oder nicht. Nächste Woche haben wir dann die Filme für den 25. Januar. Startet da irgendetwas Größeres? Mein Gedächtnis ist wieder wie ein Sieb, aber mir fällt gerade nichts ein. Also der Januar ist noch ein bisschen schwierig. Ich glaube, so ab Februar, März geht es erst so los, dass man sagt, okay, die ganzen Filme, die jetzt durch diese Streiks, den Darstellerstreik und den Drehbuchautorenstreik irgendwie verursacht worden ist, dieser Gap, der wurde ja alles da nach hinten verschoben. Und ich denke, das wird man so ab Februar, aber eher so März, April rum merken, okay, da kommen dann eher die ganzen Filme wieder, die vielleicht ein bisschen interessanter sind. Zumindest für mich. Na, Geschmäcker sind ja verschieden. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, macht was Tolles, geht ins Kino, schaut euch die ganzen tollen Filme an und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, haut rein.